Herzlich willkommen, lieber Stier. Ich möchte für dich heute schauen, was der Vollmond im August für dich mitbringt. Wir haben im August jetzt zwei Vollmonde. Einmal am 1. August und einmal am 2. So, wir schauen erstmal nach. Ah, guck mal, da zeigt sich König der Kelche und die 8 Kelche. Bei dir wird es tatsächlich so Richtung Liebe ein Thema sein. Denke ich hier tatsächlich ganz intensiv. Wir haben ja auf der einen Seite, wie gesagt, König der Kelche, 8 der Kelche. König der Kelche ist in der Regel dein Herzensmensch oder denjenigen, der es sein soll fürs Leben. Ne? Kann aber auch dein eigener Ehemann sein. Und ich glaube, ich habe hier so eine Energie drin, dass es hier so ein Überdenken gibt, der Beziehung oder auch der Liebe, wie sie bis dato sie erlebt hast in deinem Leben. Wir haben mit dem Vollmond im August einen Störmond und zusätzlich noch einen Supermond. Es ist häufig so eine Zeit, in der feste Strukturen hinterfragt werden, wo die Energiebalance sehr stark durcheinander gebracht wird und man einfach innere Werte, aber auch bestehende Strukturen in seinem Leben sehr, sehr, sehr stark hinterfragt. Tut man bei jedem Vollmond, ja? Aber bei diesem Vollmond wird es enorm. Von daher bitte, bitte ein bisschen aufpassen. Hier geht es so ein bisschen um dieses, ich liebe ihn, aber ich weiß nicht, ob ich bei ihm bleiben kann. Sowas habe ich hier ganz stark in der Legung mit drin. Man muss auch sagen, dass während des Störmonds die Erwartungen sehr hoch sind. Dass man das Gefühl hat, okay, ich möchte tatsächlich mehr in meinem Leben. Ich bin mehr wert, ich kann mehr. Reicht mir diese Beziehung, die so alltäglich geworden ist? Vielleicht sieht mich der Mann auch nicht mehr oder hat mit anderen Sachen zu tun. Sowas habe ich hier ganz stark in der Legung bei dir drin, lieber Stier. Der Vollmond steht im Zeichen des Wassermannes, eine sehr kreative Energie. Ach du Schande. Rat des Schicksals. Okay, bei dir geht es tatsächlich um elementare Themen. Das muss ich jetzt mal hier so an dieser Stelle ganz stark sagen. Rat des Schicksals, das bedeutet, dieser Störmond kann tatsächlich von den Energien auch dafür verantwortlich sein, dass du jetzt dein gesamtes Leben einmal auf links drehst. Ne? Ich habe hier eine wahnsinnige Unzufriedenheit drin. Ich habe hier eine starke Ernüchterung drin. Hat sich nicht so entwickelt, wie du dir das vielleicht eines Tages vorgestellt hast. Du bist vielleicht auch nicht mehr kompromissbereit. Hm? Das ist ganz, ganz wichtig. Und du bist jetzt in der Energie, wo es dich so stark stört, dass du sagst, Leute, Schnauze voll, ich jag den Kerl zum Teufel. Also das ist so eine ganz, ganz starke Energie. Wobei ich auch nochmal deutlich sagen muss, König der Kelche muss nicht immer dein romantischer Herzensmensch sein. Es steht für ein Gegenüber. Das kann hier die beste Freundin sein. Ihr habt vielleicht jahrzehntelange tiefe Freundschaft miteinander durchgemacht und jetzt ist es so, dass du merkst, die Beziehung ist einseitig geworden und das stört dich schon länger. Und in dieser Vollmondphase denkst du dir, so, jetzt reicht's. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Die Erwartungen sind, wie gesagt, sehr hoch und auch die Entscheidungen sind sehr intuitiv. Also höre gut auf dein Bauchgefühl und ich glaube sogar, dein Bauchgefühl wird schreien, es wird sehr laut sein. Von daher, bitte hör ihm zu, mach es nicht. Schieb es nicht weg, mach es nicht klein. 2 der Kelche. Okay, es geht hier tatsächlich um Liebe. Du erwartest hier irgendetwas anderes. Ne? 2 der Kelche ist immer so eine typische Karte. Ich lege die nochmal dahin. Das ist das Geheimnis. Erzähle ich gleich. 2 der Kelche ist so eine wunderschöne Karte, bei der man sich gegenseitig öffnet, sehr, sehr nahe beieinander ist, sich aufeinander zubewegt, auf Augenhöhe und quasi so das Herz darlegt. Ne? Das ist eine sehr schöne Karte. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Mindeste, was du hier von dieser Beziehung, von deinem Gegenüber erwartest. Ne? Aber irgendwie werden diese Erwartungen nicht erfüllt. Und das trifft dich. Das macht dich vielleicht auch wahnsinnig traurig. Und das ist vielleicht auch so eine so eine ganz starke Ernüchterung. Ich wollte eigentlich jemanden, dem ich mein Herz offen darlegen kann, der mich aus tiefstem Inneren versteht. Und jetzt hänge ich hier mit der faulen Socke zu Hause und der bemüht sich nicht mal mehr um mich. Sowas in der Art. Ne? Das ist ein Beispiel. Bitte nehmt die Beispiele immer nur als Beispiel, aber so trifft es die Energie. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Geheimnis. Das habe ich mir tatsächlich eben spontan in der ersten Legung überlegt. Ich möchte ein Geheimnis mit einfügen. Das ist so ein bisschen abgekupfert von dem Geheimnis der Hohen Priesterin der Legung. Da legt man auch ganz unten eine Karte hin, verdeckt sie bis zum Ende der Legung. Wenn es eine Karte aus der großen Arkana ist, können wir ein Geheimnis lüften. Wenn es eine Karte aus der kleinen Arkana ist, dann ist es kein Geheimnis. Wir schauen mal weiter.
was ich noch so sehen darf. Und die Karte drehen wir ganz zum Schluss der Legung um. Zwei der Stäbe und der Herrscher. Okay, gut. Zwei der Stäbe ist so ein lustloses Nebeneinanderherleben oder beziehungsweise auch so ein Lippenbekenntnis. Du fragst, wird es bald besser? Können wir nicht dies und jenes machen? Und vielleicht hockt er auf der Couch und sagt, wieso? Wir machen doch gerade was miteinander. Wir sitzen nebeneinander und gucken Fernsehen. Und er versteht gar nicht, warum es dir so wichtig ist. Hier ist so eine gewisse Oberflächlichkeit drin, so eine Alltagsroutine, wo du einfach keine Lust mehr drauf hast. Gleichzeitig siehst du aber auch die Ressourcen oder beziehungsweise die guten Seiten, weil das hier, was ich hier sehe, was du gerade stark anzweifelst und womit du ultra unzufrieden bist, das hier bietet auch Sicherheit, es bietet auch Routinen, es ist so gewohnte Sachen sind etwas, wo wir uns auch wohlfühlen und in einem geschützten Rahmen bewegen. Gleichzeitig, wie gesagt, diese Unzufriedenheit. Ne? Es ist so dieses, ja, ich weiß, was ich zu erwarten habe. Das gibt mir auf der einen Seite Sicherheit, auch Planungssicherheit für mein Leben. Das macht, dass ich in großen Schritten denken kann. Ich kann über Jahre hinweg planen. Aber das Problem ist hier, du bist damit nicht zufrieden. Du siehst das für und wieder sehr, sehr gut. Auch das ist so eine Wassermann-Energie und Wassermänner sind sehr gut darin, Dinge von mehreren Seiten zu beleuchten, was die Sache aber meistens nicht einfacher macht. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Es kann hier auch tatsächlich sein, dass wir hier auch vertrauliche Gespräche mit drin haben. Auch die wird es während dieses Störmondes am 1. August sehr, sehr stark geben. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der sich vielleicht so ein bisschen als Herrscher aufspielt, beziehungsweise bei dem du dich sicher fühlst, auch da könntest du tatsächlich noch mal nach seiner Meinung fragen oder dir auch noch mal einen Rat einholen. Ne? Diese Gespräche werden dir helfen. Das kann ich dir auch sagen. Die ist gerade liegen geblieben auf dem Tisch. Sechs der Kelche. Oh mein Gott, du hast so viel Kelche hier mit drin. Kelch, 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 Kelch. Oh, sechs der Kelche. Okay. Was ich dir noch mal so Entschuldigung. Was ich dir hier auch noch mal ein bisschen mitgeben darf auf dem Weg, ist tatsächlich auch so ein bisschen den Blick zu ändern. Es kann sein, dass du hier zwar auf der einen Seite groß träumst und große Ideen hast, wie dein Leben aussehen mag, aber was ich dir auch noch mal sagen muss, Glück ist häufig auch die kleinen Sachen im Leben. Eine kleine Aufmerksamkeit, eine kleine Geste. Es muss nicht immer das Riesenfeuerwerk sein, weil in einer Beziehung, ich glaube, das wisst ihr alle, in einer Beziehung kann nicht jeden Tag Feuerwerk sein. Es ist so. Das muss man leider sagen. Irgendwann kommt immer der Alltag dazwischen und es fühlt sich langweilig und öde an. Was ich aber tatsächlich bei dir so ein bisschen habe, ist tatsächlich, ich habe ganz stark hier die Intuition, du fühlst dich in deiner Beziehung, in deiner Liebe oder in deiner Freundschaft nicht gesehen. Und da muss man irgendwie ran. Da muss man irgendwie gucken, wie man das ändert. Und hier wirkt das so, als ob jemand was nicht ändern will, beziehungsweise die Ernsthaftigkeit deines Anliegens nicht versteht. So, wir schauen mal weiter, was wir noch sehen dürfen. Drei der Stäbe. Okay, hier geht es tatsächlich, du wirst während der Vollmondzeit schon die ersten Erkenntnisse haben. Ich bin ja auch ein großer Fan der Numerologie. Wir haben hier zwei Stäbe, wir haben hier drei Stäbe. Und ich glaube tatsächlich, hier geht es schon ein Treppchen weiter. Du wirst schon zu irgendeiner Erkenntnis kommen und du wirst schon irgendwie weiter schauen können. Das habe ich hier ganz stark. Du bleibst nicht in dieser Ungewissheit. Du wirst wahrscheinlich auch intuitiv, wahrscheinlich auch durch viel Denkarbeit, aber wie gesagt auch intuitiv, irgendwie ein Schrittchen weiterkommen und wirst gucken, okay, wie gehe ich denn jetzt mit dieser ganzen Nummer um? Die Fakten liegen auf dem Tisch, mich stört es enorm. Und was tun wir jetzt? Wie das aber aussieht, kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Ich sehe nur, dass ein Weiterschauen da ist. Du bist quasi einen Schritt weiter. Du fängst schon an, die nächsten Pläne zu machen, beziehungsweise zu schauen, wie wird es für dich in der nächsten Zeit weitergehen, deine Resultate, deine Konsequenzen daraus ziehen. Das sehe ich. Wie das jetzt hier aussieht, sage ich an dieser Stelle nicht, weil das darfst du selber entscheiden. Das ist dein Leben, das ist deine Liebe, das ist deine Freundschaft. Und was für Konsequenzen du ziehst, hängt auch sehr stark von dir ab. Wir schauen nochmal weiter.
Okay, energetisch bist du sehr gut drauf. Du wirst wahrscheinlich auch so überschwängliche Energie haben. Bitte teile dir die ein bisschen ein in dieser Vollmondphase. Und ich habe hier nochmal die Karte, die extra sagt, nein, wir gucken nicht auf das, wie du dich entscheidest, sondern es ist noch nicht gemacht. Der Mond ist immer so eine Karte, da ist ein Weg und diesen Weg sehe ich ja hier auch ganz deutlich, aber wir wissen nicht, wie der Weg endet. Ne? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch das ist sehr abhängig davon, wie du drauf bist, wie es dir geht in dieser Vollmondzeit, beziehungsweise um was für ein Thema das ist. Wenn es Kleinigkeiten sind, die dich stören, ja, könnte der Weg ganz anders aussehen, als wenn du wirklich massiv leidest. Okay, dann würde ich sagen, wir lüften jetzt das Geheimnis, sofern es eins gibt. Und bei dir gibt es kein Geheimnis, denn die Karte ist aus der kleinen Arkana. Wir haben die vier Münzen. Ich habe ja gesagt, das Geheimnis besteht, wenn eine Karte aus der großen Arkana fällt. Bei dir ist es eine aus der kleinen Arkana. So, lieber Stier, wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche zeitnah zu antworten. Ansonsten versucht ein bisschen wohlwollend in dieser Vollmondenergie mit euch selber zu sein und mit eurer Umgebung. Alle werden sehr unzufrieden sein. Alle werden Dinge überdenken und werden an ihren festen Strukturen zweifeln, ob sie so richtig oder falsch sind. Von daher bitte seid ein bisschen nachsichtig mit euch und eurer Umwelt. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal.